In den letzten Jahren sind viele Menschen vom klassischen College-Blog aufs Tablet umgestiegen, wenn es um Notizen in Schule oder Uni geht. Daher sind natürlich auch mit der Zeit super viele Apps dazu gekommen, die alle irgendwie versprechen, dass sie die beste Notiz-App auf dem Markt sind. Aber welches ist eigentlich wirklich die beste Notiz-App? Ich habe die führenden Apps getestet und mit diesem Video gibt es die ultimative Review. Die folgenden Apps habe ich getestet: Evernote, GoodNotes, Notability, OneNote und ColorNote. Starten tun wir einfach mal mit Evernote. Wenn man die App öffnet, zeigt sich einem zuerst ein riesiges Dashboard, auf dem verschiedene Dinge abgebildet sind. Das sind zum einen die letzten Notizen, die man gemacht hat, Kurznotizen, die man machen kann und sogenannte Buchmarken bzw. Webartikel, die man abspeichern kann. Das finde ich eine sehr, sehr coole Funktion. Das heißt, man kann einfach im Internet Artikel raussuchen, die in der App speichern und darin Notizen machen. Dann werden die einem direkt auf den ersten Blick angezeigt. Insgesamt habe ich auch sowieso das Gefühl, dass Evernote weit über ein normales Schreibprogramm hinausgeht. Das Ganze wird eher wie so eine sehr gut organisierte Orga-App, fast so ein bisschen wie Notion, weil man kann tatsächlich auch Termine abspeichern, Deadlines einrichten und auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Was dann aber die tatsächliche Mitschrift in Vorlesungen zum Beispiel angeht, ist die App eher so konzipiert, dass man tippt anstatt schreibt, was ich nicht so schön finde. Man hat durchaus auch die Möglichkeit, handschriftlich zu schreiben, aber das funktioniert eher über die Kritzelfunktion. Das heißt, man kritzelt seine Buchstaben da rein und das Programm erkennt dann die Handschrift und formuliert das Ganze dann in echten Text um. Diese Texterkennung funktioniert für meinen Geschmack aber nicht so gut, als dass man es täglich anwenden könnte. Das heißt, wenn man die App nutzen möchte, sollte man sich eher darauf einstellen, dass man tippt. Ansonsten bietet die App aber super viele Gestaltungsoptionen an, insbesondere im Bereich der Formatierung, was zum Beispiel andere Notiz-Apps überhaupt nicht tun. Die coolsten Funktionen aber, wie zum Beispiel sich Termine einzurichten, Deadlines zu erstellen, an die man tatsächlich auch erinnert wird, sind allerdings hinter einer Paywall versteckt. Diese muss man dann 6,99 € im Monat zahlen, was es mir persönlich dann zum Beispiel dafür nicht wert wäre. Wir machen mal weiter mit OneNote. OneNote gehört zu den MS Office-Funktionen, was sehr gut ist, denn dadurch ist diese Funktion kostenlos für die meisten Studierenden, denn man kriegt das häufig über die Hochschule gestellt. In dieser App schreibt man ausschließlich durch Tippen mit. Wie eben bereits schon bei Evernote erwähnt, finde ich das nicht ganz so günstig. Persönlich mag es lieber auf einem Tablet tatsächlich aktiv mitzuschreiben. Ein großer Pluspunkt dieser App ist auf jeden Fall, dass man sie auch auf dem Laptop nutzen kann und die Cross-Synchronization funktioniert dort sehr gut. Das heißt, ich kann in Echtzeit etwas auf dem Tablet notieren und es wird mir direkt auf dem Laptop angezeigt. Genauso wie Evernote bietet die App auch einige Gestaltungsmöglichkeiten an, die vermutlich sogar noch über die von Evernote hinausgehen. Man hat die Möglichkeit, extra Dinge einzufügen, wie zum Beispiel extra Bilder, Grafiken oder auch Sprachaufnahmen. Und man hat sogar so etwas wie eine Rechtschreibprüfung. Das heißt, wer damit Probleme hat, sollte auf jeden Fall auf OneNote umsteigen. Außerdem kann man sich innerhalb der App Texte vorlesen lassen. Auch eine Funktion, die definitiv praktisch für Hausarbeiten ist und die andere Apps eben nicht bieten. Was ich abgesehen davon, dass die App eben stark tippbasiert ist, nicht so gut finde, sind die wenigen Organisationsmöglichkeiten. Zwar kann man dort Strukturen anlegen, allerdings ist das komplizierter als in kommenden Apps, wie zum Beispiel GoodNotes. Perfekte Überleitung, denn als nächstes gehen wir tatsächlich in GoodNotes rein. GoodNotes ist wohl mit die bekannteste App, was Notizen angeht und meiner Meinung nach auch absolut zu Recht. Die App bietet meiner Meinung nach von allen hier vorgestellten Apps das beste Organisationsmodell, denn man kann verschiedene Ordner anlegen, in diesen Ordnern wiederum Unterordner anlegen und es immer so weiterführen. Das heißt, das Ganze ist super intuitiv, super einfach zu verstehen und für mich einfach sehr praktisch in der Uni. Außerdem bietet diese App unzählige Individualisierungsmöglichkeiten. Man kann unterschiedliche Formate auswählen, verschiedene Größen, verschiedene Farben. Es gibt sehr, sehr viele Vorlagen, mit denen man arbeiten kann. Man kann sich aber auch selber Vorlagen erstellen. Außerdem ist es einfach so, dass diese App meiner Meinung nach am ehesten das Feeling eines echten Notizbuches imitiert. Nicht nur, weil alles optisch darauf ausgelegt ist, dass man dieses Gefühl bekommt, sondern weil tatsächlich auch die ganze Art und Weise, wie man den Stift dort führt, wie generell das Schreibgefühl ist, einfach tatsächlich ein Blatt Papier irgendwie imitiert, nachmacht. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, gerade wenn man vorher viel mit College-Block gearbeitet hat. Wie ihr seht, es gibt es natürlich innerhalb des Blattes auch nochmal unterschiedliche Individualisierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt auch im Internet unzählige GoodNotes, Pinsel, die man sich noch extra runterladen kann. Also man kann auf jeden Fall da sehr, sehr viel an der Optik noch selber drehen. Außerdem kann man hier natürlich auch PDFs bearbeiten und markieren. Sowie, und das haben die anderen Apps nicht, man kann sich selber Karteikarten erstellen und diese auch innerhalb der App lernen. Einziges Manko der App, die Echtzeit-Synchronisation zu anderen Geräten, wie zum Beispiel einem Laptop, funktioniert nicht ganz so reibungslos und man hat keine Recording-Funktion. Weiter geht's mit einer App, die gerade stark im Kommen ist, und zwar ColorNote. ColorNote ist komplett kostenlos, was mich am Anfang richtig schockiert hat, denn diese App ist wirklich eine echte Konkurrenz für GoodNotes und Co. Ähnlich wie bei GoodNotes kann man in dieser App eine Organisation in Form von Ordnern anlegen. Außerdem bietet ColorNote unzählige Vorlagen, ich würde mal behaupten sogar noch mehr als GoodNotes. Auch hier hat man eine große Auswahl an Pinseln, Markern und Co.
Das Schreibgefühl ist auch sehr gut, auch wenn es noch nicht so ganz an das von GoodNotes rankommt. Die App macht es einem dafür aber sehr, sehr leicht, Grafiken und generell Formen zu erstellen. Bietet eine erstaunlich, meiner Meinung nach am besten funktionierende Texterkennung an, mit der man Geschriebenes in tatsächlich Getipptes umwandeln kann. Das einzige Manko, was ich hier wirklich nennen kann, ist, dass die App halt einfach aktuell noch ein bisschen minimalistischer ist als andere Apps, vielleicht einfach auch ein bisschen weniger aufwendig gestaltet ist, nicht so schick aussieht wie zum Beispiel GoodNotes, aber von den Funktionen her absolut rankommt und zum Teil sogar darüber hinausgeht. Und als letzte App geht es hier jetzt noch um Notability. Was mir an Notability direkt immer sehr negativ auffällt, ist die fehlende Struktur bzw. Organisation, die einem zum Beispiel GoodNotes oder meinetwegen auch ColorNote bietet. Diese Punkte sind zwar nett gemacht und dienen der Orientierung, ich finde da aber eine Ordnerstruktur deutlich besser. Ansonsten bietet die App auch zahlreiche Vorlagen, mit denen man arbeiten kann, besitzt auch generell alle Funktionen, die die anderen Apps vorher auch hatten. Das Schreibgefühl ist auch sehr, sehr gut. Was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dieser App ist, dass man Webartikel direkt in die App importieren kann. Und zwar muss man dafür nicht extra erst in Notability reingehen, sondern man kann tatsächlich im Internet direkt Notability aussuchen, das exportieren und dann in den Artikel reinschreiben, Markierungen machen und so weiter. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die ausgefeilte Audiofunktion. Das heißt, man ist in der Lage, Dinge, zum Beispiel Vorlesungen aufzunehmen, gleichzeitig zu schreiben, was die anderen Apps nicht anbieten. Und der Clou ist, dass man danach die Audiospur abspielen kann und genau sieht, an welcher Stelle man was notiert hat. Das ist genial. Das größte Manko ist der Kostenpunkt. Notability ist von allen Apps am teuersten und bietet ein Abo-Modell an. Das heißt, man kann die App nicht einmalig erwerben, sondern man zahlt jährlich und zwar 11,49 Euro. Und wenn man sich überlegt, dass man die App über mehrere Jahre nutzen möchte oder kann, dann ist das natürlich schon einiges an Geld. Kommen wir zum Fazit. Ich würde mal behaupten, dass ihr das größte Gesamtpaket bei der App Notability bekommt. Das Problem ist leider, wie erwähnt, dass die App ein Abo-Modell hat und vor allen Dingen auch sehr, sehr teuer ist. Außerdem macht meiner Meinung nach die App in der Benutzung nicht ganz so viel Spaß wie zum Beispiel GoodNotes. Insgesamt würde ich mich also fragen, ob ich überhaupt bereit bin, jährlich einen gewissen Betrag für eine App zu bezahlen. Wenn ja, dann würde ich auf jeden Fall Notability empfehlen. Wenn nein, würde ich eher auf GoodNotes setzen. Und ColorNote würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, denn wenn diese App es schafft, noch einige wichtige Funktionen hinzuzufügen, könnte das eine ernsthafte Konkurrenz, und zwar eine kostenlose Konkurrenz für Notability werden. Ihr seid ihr dran. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche App ihr aktuell nutzt oder nutzen wollt. Abonniert gerne diesen Kanal für weitere Videos dieser Art und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!